Dann habe ich die Ehre, zu starten und Ihnen was zu unseren Recherchen zu erzählen zum Thema Online, Blended, Hybrid und Präsenzlehre. Was ist denn so eigentlich der Stand an evidenzbasierten Erkenntnissen zur Gestaltung von Lehre und da natürlich vor allem von digitaler Lehre, was ja so eins der großen Entwicklungen der letzten Jahre ist, wo wir eine Bandbreite an vielen Statements verschiedener Interessensgruppen haben, von dem einen Extrem, was man sagt, also Digitalisierung ist ganz, ganz schrecklich und wenn wir das machen, werden wir alle dumm und am Ende klappt gar nichts mehr, bis hin zum anderen Extrem und sagt, man gebe dem Schüler, dem Studenten ein Tablet und schon kann er alles, hat er alles gelernt, muss gar nichts mehr machen, ich muss als Lehrender, als Prof gar nicht mehr reinkommen. Und wir wollten versuchen, das Ganze ein bisschen zu, ja, mit mehr Evidenz und Empirie zu füllen und Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten da ein paar Input zu geben, mit auch noch Zeit zur Diskussion. Genau, also ja, mein Name ist Iman Ulrich, wie es da auch da steht. Wenn man jetzt guckt, was ist denn so der aktuelle Stand an Meta-Analysen zum Thema Lernerfolg, sieht es da gar nicht so extrem aus, wie die beiden gerade eben dargestellten Interessensgruppen das formulieren. Wichtig vorab, Lernerfolg heißt, es wurde gemessen über Noten in Leistungsprüfungen. Das heißt, vor allem der Fokus auf Fachwissen, auf Fachkompetenzen und weniger auf Methoden, soziale Kompetenzen ist hier gemessen worden. Aber da ist es so, dass es vergleichsweise mittig aussieht, denn wenn man jetzt schaut, was bringt eigentlich Online-Lehre, zum Beispiel diese hier, im Vergleich zur klassischen Präsenzlehre, dann stellen wir fest, es ist eigentlich egal, was von beiden man macht. Ganz global über alles verteilt hinweg kann man sagen, es ist vom der Effekt des Lerneffektes für die Studierenden her identisch. Etwas anders sieht es dahingegen aus, wenn man jetzt sagt, ich versuche im Gegensatz zur klassischen Präsenzlehre auf sogenannte Blended Learning oder Flipped Classroom Modelle umzuschweifen. Also Blended Learning heißt, also ich reichere meine bisherige Präsenzlehre mit Online-Elementen an. Also sprich, ich ersetze nicht, sondern ich packe was dazu. Oder bei Flipped Classroom, eine Sonderform des Blended Learnings, da drehe ich sogar noch die Folge um. Das heißt, erst müssen die Leute online was machen und dann erst kommen wir in Präsenz zusammen. Und da stellen wir fest, hier haben wir leichte Effekte, eine Effektstärke D von 0,3 bis 0,4. Das ist ein kleiner Effekt von Effektstärken her. Also es tut sich was. Wenn man es aber guckt, wie sieht es aus, zum Beispiel mit neuen Future Skills oder Future Lehrformaten, zum Beispiel die klassische oder die hybride Lehre, die wir gerade haben, dann stellen wir fest, wenn wir Konzepte haben, wie wir sind zum Teil in der Präsenz vor Ort, zum Teil ist eine Gruppe zugeschaltet, dann ist auch das weder schlechter noch besser als die klassische Präsenzlehre. Wichtig natürlich dabei, man muss eine Technik haben, die auch funktioniert. Man braucht auch teilweise Assistenten, die den Chat betreuen, weil das dann bei hybriden Lehren natürlich viel schwieriger ist. Auch die Teilnehmer müssen dann alle am PC sitzen, selbst die im Raum, damit das gut gelingt. Was wir aber feststellen, wenn man jetzt guckt, okay, was bringt uns eigentlich digitale Lehre, dann ist vor allem die Gestaltung des Ganzen ein ganz zentrales Kriterium. Ja, wir haben leichte Effekte zugunsten von Blended Learning und Flipped Classroom Modellen, weil wir einfach die bestehende Lehre erweitern um weitere Facetten. Aber im Vergleich zu dem, was wir an den besten Effekten hätten, sieht das vergleichsweise gering vom Effekt aus. Ja, Beispiel. Wenn man sich anguckt, was sind die Faktoren laut Meta-Analysen, die am meisten bringen, um die eigenen Lernerfolge der Studierenden hier rechts in der Tabellenspalte oder der Lehrevaluation, das sind die anderen Ebenen, die man bei Meta-Analysen erfassen kann, anguckt, dann haben wir Effektstärken, die teilweise zehnmal so hoch sind wie bei Blended Learning Format im Vergleich zur Präsenzlehre. Und das ist halt die Gestaltungsfaktoren, die wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, es kommt gar nicht sehr auf das Format an, mache ich digitale Formate oder nicht, sondern wie gestalte ich das digitale Format? Und dann kann ich damit sehr viel schaffen. Ne? Beispiel, hier mal in Schwarz und Fett gedruckt, die Punkte, die auch vor allem in digitalen Formaten ganz, ganz besonders zentral sind, nämlich wie gehe ich auf das Feedback, wie nutze ich Feedback, wie sind meine Lehrveranstaltungsmaterialien, gerade bei Flipped Classroom-Modellen, sind die gut zur Vorbereitung geeignet? Auch beim Lernerfolg, wie gut ist mein roter Faden, den ich in Veranstaltungen habe? Wie präsentiere ich meine Lernziele? Bin ich recht klar und verständlich in meiner Sprache? Und so weiter und so fort. All das sind Faktoren, die für die Gestaltung von digitalen, hybriden oder anderen Formaten von Relevanz sind. Wichtig, wir reden ja ganz viel von digitaler Lehre. Was wir hier
adressieren, ist aber immer das Optimum. Also sozusagen, wir machen nicht hier das Remote Teaching, was wir sozusagen in einer Art Notfallplan hatten Anfang April letztes Jahr, sondern wir gehen von einer gut vorbereiteten Online-Lehre aus. Das als kurze Intro von mir und jetzt freue ich mich, weiterzugeben an meine liebe Kollegin. Ja, vielen Dank. Ich mache nun weiter, nämlich wenn es um die Frage geht, wie gestalten wir die Lehre und was ist eine gute Struktur der Lehre, dann müssen wir sozusagen noch mal ein bisschen weiter dahinter schauen, nämlich auf das Lernen der Studierenden, damit wir da konkretere Aussagen bringen können. Und wir verstehen sozusagen in der Psychologie zusammengefasst Lernen als eine Interaktion zwischen der Umwelt, zwischen Umwelteinflüssen und inneren Vorgängen, ja, die bei uns im Gehirn stattfinden und auch mit unseren Gefühlen etwas zu tun haben, mit unseren Empfindungen. Und diese Wechselwirkung sozusagen, die verursacht Lernen, aber es kann eben auch intern bedingt sein oder äußerlich bedingt sein. Und jetzt hier nochmal, um zwei Beispiele zu nennen, natürlich macht es etwas aus, ob wir jetzt am Campus selbst, wie rechts unten, soziale Erfahrungen machen können, die nicht vorherbestimmt sind und die spontan sind, oder ob wir auch, wie links hier unten, in einer Hotellobby von einem Roboter Pepper begrüßt werden. Also das macht, gibt Lernmöglichkeiten, aber der Roboter Pepper hier heißt noch nicht, dass wir deshalb besser lernen, auch wenn wir mit ihm lernen. Und jetzt wollen wir nochmal weiterschauen, wie wir sozusagen, was wir wissen, wie wir gut lernen können. Und da müssen wir anknüpfen an das, was alle Individuen und unsere Studierenden auch schon mitbringen. Das ist nämlich das Vorwissen. Also was schon in unseren Köpfen gespeichert ist, das sind natürlich viele Fakten, die wir über die Welt wissen. Das sind Handlungsabläufe, wie man ein Fahrrad fährt oder auch wie man eine Videokonferenz startet. Das haben wir alle jetzt in der letzten Zeit gelernt. Das sind unsere ganzen biografischen Erfahrungen und Erkenntnisse, die sozialen Erfahrungen, wie wir auf Menschen zugehen und sie einschätzen. Und auch das, was wir über unser Denken und über unsere Selbststeuerung selbst wissen, Metakognition und Selbstregulation. Und dieses Vorwissen ist sozusagen ganz wichtig, wenn es jetzt um die Aneignung komplexer Inhalte, wie wir sie in der Hochschule ja haben, geht. Nämlich Personen, die ein Vorwissen in einem bestimmten Bereich haben, haben da, wie, man kann sich das so vorstellen, wie eine zusammenhängende Struktur dazu, eine Repräsentation, eine gedankliche im Gehirn. Hingegen bei Personen, die zu einem Thema nicht viel wissen, sind die Gedanken oder die einzelnen Begriffe oder Konzepte dann zusammenhanglos. Und das macht einen wesentlichen Unterschied bei dem, wie wir Neues lernen. Denn abhängig von dem, was in unserem Gedächtnis zu einem Phänomen registriert ist oder gespeichert ist, nehmen wir unsere Umwelt auch anders wahr. Und zum Beispiel als Informatiker, wenn Sie jetzt zuhören, dann sehen Sie bei dem Roboter Pepper ganz andere Inhalte dahinter und wissen, was da drin steckt, als wenn Personen mit wenig Informatikvorwissen einfach die schönen Augen des Roboters besonders wahrnehmen. Also unser Vorwissen beeinflusst ganz stark, was aus der Umwelt und wie wir es wahrnehmen. Und auch das soziale Umfeld, in dem wir sozusagen etwas wahrnehmen, hat auch einen Einfluss darauf. Wenn wir uns dann konkret mit Inhalten beschäftigen, die wir wirklich kognitiv uns aneignen wollen, dann ist die Aufmerksamkeit wichtig, die darauf gerichtet ist, und auch eine Zielorientierung. Das ist ein aktiver Prozess des Individuums sozusagen, die Aufmerksamkeit zu lenken und auch dabei zu bleiben, damit wir die neuen Informationen oder Reize, Inhalte in unserem Arbeitsgedächtnis weiter verarbeiten können. Und das wissen wir auch aus der Forschung sozusagen, dass dieses begrenzt ist, und aber in Abhängigkeit davon, was wir im Vorhinein schon wissen. Um nur ein Beispiel zu sagen, zu Beginn der Pandemie mussten wir uns quasi, wenn wir die Videokonferenz starten wollten, alle damit beschäftigen, oder viele von uns, wo ist der Stecker für das Mikrofon, wie funktioniert das Bild anzuschalten. Mittlerweile ist das einfach eine kleine Routine und wir können, während wir das machen, unsere Gedanken bei anderen Themen halten. Wir wissen auch, dass das Arbeitsgedächtnis einen auditiven und einen bildlichen Kanal hat und darüber verfügt. Und das ist natürlich ganz wichtig für multimediale Inhalte. Und dass diese aber auch integriert werden müssen. Und wenn Sie jetzt sozusagen mir zugehört haben und das bisher verstanden haben, dann haben Sie das gut verarbeitet. Das heißt aber noch nicht, dass Sie das jetzt in zwei Wochen auch noch wiedergeben können.
Denn dafür muss man sozusagen noch Lernstrategien anwenden und das weiter darüber nachdenken. Zum Beispiel auch einfach selbst weiter darüber nachdenken, um Inhalte dann längerfristig präsent zu haben. Und auch der Transfer in die Umwelt ist ähnlich komplex und muss auch wieder in verschiedenen Situationen neu gelernt werden und ausprobiert werden. Bei dem ganzen Lernprozess spielt auch noch die Motivation eine Rolle in verschiedener Hinsicht und auch, dass die Fähigkeit selbst über unser Denken und Lernen und nachzudenken, Metakognition, ein ganz großes Forschungsfeld in der Psychologie. Da geht es eben darum, selbst zum Beispiel den Lernprozess zu planen, auch zu überwachen, wo stehe ich schon, was kann ich schon, was weiß ich noch nicht, wo muss ich weitermachen und auch zu regulieren, nicht bei jedem Pieps auf dem Smartphone sofort sich ablenken zu lassen zum Beispiel. Und dieser ganz komplexe Lernprozess, ja, der aktiv passieren muss, es passiert nicht von alleine, kann eben an verschiedenen Stellen unterstützt werden oder auch funktionieren oder nicht funktionieren. Und da wollen wir sozusagen deutlich machen, hier gibt es einfach ganz viel Forschung dazu, mit der sich die Psychologie schon lange Zeit beschäftigt hat. Auch das Kompetenzerleben der einzelnen Individuen ist wichtig, um die Motivation aufrechtzuerhalten, was wieder mit der Rückmeldung zusammenhängt, dass man eben sozusagen, dass man weiß, man kommt gut voran, man hat sich etwas gemerkt, man ist kompetenter geworden und so weiter. Ja, ich wollte sozusagen damit jetzt vorrangig herausstellen, es geht um Variablen beim Lernen, nämlich das individuelle Vorwissen. Es geht darum, die Verarbeitungskapazität zu berücksichtigen, die auch abhängt vom Vorwissen, die abhängt von den sozialen Gegebenheiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt abgelenkt bin durch einen Konflikt mit dem Kollegen nebenan, dann kann ich nicht so gut mich auf die Inhalte konzentrieren. Die Selbststeuerungskompetenz ist auch nicht von vornherein vorhanden, weil gerade bei heterogenen Studierenden kann die auch an verschiedenen Stellen unterstützt werden und man lernt sie nicht von alleine. Und also sozusagen das Ihnen mitzugeben, das ist auch ein wesentliches Anliegen unseres Vortrags, weil wir immer noch merken, dass viele dann auf Lerntypen oder Hemisphärendominanz zurückgreifen, wenn es darum geht, individuelle Unterschiede zu erklären. Und darum geht es überhaupt nicht. Aus der Forschung haben wir keine Evidenz dafür, dass es Sinn macht, auf Lerntypen sozusagen didaktische Gestaltung aufzusetzen und auch nicht auf Hemisphärendominanz, sondern das sind Variablen, an denen wir hier ansetzen können. Nun gebe ich weiter an meine Kollegin. Ja, vielen Dank, Martina. Das, was Martina bis jetzt eben vorgestellt hat, war ja einmal aus der Perspektive der Lernenden, der Lernprozess. Und analog dazu können wir uns jetzt den Unterstützungsprozess anschauen, der durch die Funktionen der Lehre dann angeregt werden kann. Und das heißt, wir sehen jetzt auf dieser Folie im Wesentlichen das abgebildet, was Martina bisher erarbeitet hat. Aber wir gehen das jetzt nochmal aus diesen Funktionen der Lehre durch. Und wir sehen hier gleich ganz oben steht, der gesamte Lernprozess muss gesteuert und geplant werden. Und das beginnt natürlich auch bei der Motivation, die wir ganz unten haben. Wir haben links außen die Informierungsfunktion. Die Information muss verarbeitet, integriert und transferiert und angewendet werden. Und unsere Studierenden benötigen beispielsweise auch Feedback, Rückmeldung zu ihrem Lernprozess und Lernfortschritt. Und dann starten wir natürlich jetzt erstmal mit der Frage, wer denn die hier dargestellten Funktionen der Lehre überhaupt übernehmen soll. Denn grundsätzlich ist es jetzt nicht unbedingt so zu denken, dass Lehrende all dies machen müssen. Vielmehr geht es ja darum, dass wir die Lernenden genau an den Punkten unterstützen, an denen sie noch nicht selbst arbeiten oder alleine arbeiten können. Das heißt also, wenn die Lernenden sich sehr gut selbst steuern können, dann können sie auch Inhalte selber recherchieren, sich zum Beispiel einen MOOC raussuchen, die Informationen selbstständig verarbeiten und transferieren. Und in sehr offenen Lernumgebungen wird dies auch häufig von den Lernenden verlangt oder diese Fähigkeiten werden vorausgesetzt, damit die Lernenden erfolgreich sein können. Aber das muss nicht unbedingt immer so sein. Es können zum Beispiel digitale Medien die genannten Funktionen unterstützen oder auch übernehmen, zumindest teilweise, oder es können auch die Lehrenden sein. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass durch die Vorbereitung und die Struktur der Lehrveranstaltung diejenigen, die die Lehre gestalten, also die Lehrenden,
entscheiden, welche dieser Funktionen von Ihnen selbst übernommen werden, welche von den Studierenden übernommen werden und welche von digitalen Medien übernommen werden. Und dazu ist didaktisches Wissen wichtig. Sie müssen Ihre Zielgruppe gut einschätzen können und Sie müssen wissen, was für eine bestimmte Studierendengruppe passt. Und dementsprechend beginnen wir jetzt einmal mit der Steuerungsfunktion ganz oben im Modell. Und wie wir auf dieser Folie sehen können, ist es so, dass es hier vor allen Dingen auf das zielgerichtete Zusammenspiel dieser didaktischen Großformen ankommt. Denn um die Frage zu beantworten, inwieweit überhaupt eine Steuerung notwendig ist, müssen wir uns die Lerngruppe anschauen und die Grundform des Lehrens so auswählen, dass sie zur Gruppe der Lernenden passt. Und dabei können wir psychologisch relevante Variablen als Auswahlkriterien berücksichtigen, wie eben das zunächst erläuterte Vorwissen, das Martina erklärt hat, oder auch die Selbststeuerungskompetenz der Lernenden. Und wie wir jetzt auf dieser Folie sehen können, in der linken Spalte haben wir die darbietende Lehrform. Die ist dann besonders geeignet, wenn die Studierenden wenig Vorwissen und haben und auch eine geringe ausgeprägte Selbststeuerungskompetenz mitbringen. Und wenn die Inhalte sehr gut strukturiert sind und zumeist erstmal auch präsentiert werden müssen. An dieser Stelle ist es dann für die Lehrenden besonders wichtig, dass sie darauf achten, ihre Studierenden zu motivieren und den Selbststeuerungsprozess anzuregen und zu unterstützen. Entgegengesetzt dazu haben wir auf der rechten Seite das entdeckenlassende Lernen hier als Guided Discovery Learning beschrieben. Und beim entdeckenlassenden Lernen ist es so, dass es dann besonders effektiv ist, wenn wir schon eine bestimmte Vorwissensstruktur in unserem Gedächtnissen haben. Das heißt, die Studierenden kommen mit Vorerfahrungen, Vorwissen, idealerweise auch mit einer höher ausgeprägten Selbststeuerungskompetenz. Und bei diesen Arten der Lehre ist es auch häufig so, dass man die Inhalte noch relativ frei wählen, gemeinsam mit den Studierenden bestimmen und gestalten kann. Und hier geht es eben darum, auf Struktur und Unterstützung zu achten. Und dieses Beispiel zeigt, dass es sinnvoller ist, statt emotional aufgeladene, grundlegende Debatten darum zu führen, ob man jetzt darbietend oder entdecken lassen oder richten soll, lieber zu identifizieren, was denn die eigene Lerngruppe braucht. Und dann dementsprechend gibt es verschiedene Entscheidungsmomente, die entweder für das eine oder das andere Modell oder die andere Variante sprechen. Die nächste Funktion war die Informierungsfunktion. Wenn wir uns die Informierungsfunktion anschauen, bleiben wir jetzt einfach mal beispielhaft bei der eben auf der linken Seite darstellenden Lehre und können uns zum Beispiel fragen, wie wir einen Input gestalten könnten. Und hier hatte eben Martina schon das Arbeitsgedächtnis mit seiner Begrenztheit erläutert und den unterschiedlichen Kanälen, auditiv und bildlich. Und diese Dinge müssen wir bei der Erstellung von Lernmaterialien wie Videos oder auch Lehrbücher oder Virtual Reality einfach berücksichtigen und dabei eben an die Begrenztheit des Arbeitsgedächtnisses denken. Und wenn die zugehörigen wissenschaftlichen Erkenntnisse beim Design von Multimedia-Lernumgebungen beachtet werden, dann sind auf jeden Fall größere Lernerfolge zu erwarten, als wenn gegen diese grundlegenden Gestaltungsprinzipien verstoßen wird. Und zu diesen Gestaltungsprinzipien gibt es schon eine Vielfalt an Forschung, also hier nur exemplarisch zwei Bücher, in denen viele dieser Erkenntnisse aufgeschrieben sind, zum Beispiel zum Thema Erklärvideos, Lernspiele, Simulation. Das heißt, hier haben wir schon einiges an Evidenzen vorliegen, an dem wir uns orientieren können. Ein Beispiel für ein solches Gestaltungsprinzip sehen Sie auf dieser Folie. Hier geht es darum, dass nur Wesentliches gezeigt wird und keine Ablenkung erfolgt. Das Prinzip der Kohärenz besagt, dass Sie hier auf dieser Folie auf der linken Seite abgebildet nur immer das zeigen, was wirklich auch für die Lernenden relevant ist. Und überflüssige Darstellungen, wie sie auf der rechten Seite zu sehen sind, möglichst weggelassen werden sollen, weil sie vom Wesentlichen ablenken könnten. Damit kommt man eben dieser Begrenztheit des Arbeitsgedächtnisses entgegen. Und das Ganze können Sie zusätzlich unterstützen, wenn Sie beispielsweise auch einen gesprochenen Text passend zu einer bildlichen Darstellung auswählen. Und das angegebene D ist unsere Effektstärke und ist als großer Effekt einzuordnen. Also wenn Sie dieses Prinzip befolgen, dann haben Sie einen großen Lernerfolg. Kommen wir jetzt zur nächsten Funktion, der Unterstützung der Informationsverarbeitung.
Bei der Unterstützung der Informationsverarbeitung haben wir vielfältige Möglichkeiten, wie wir im orange umrandeten Kasten sehen. Also wir können beispielsweise kleine Einheiten vorbereiten. Wir können schrittweise und systematisch vorgehen, dabei den Studierenden auch eine Struktur kenntlich machen und sie entlang einer Struktur leiten oder ihnen Zeit zum Denken geben. Und all dieses kann eben auf unterschiedliche Art und Weise in verschiedenen Lehr-Lern-Szenarien umgesetzt werden. Beispielsweise durch eine Abwechslung von kürzeren Input-Einheiten mit anderen Verarbeitungsmöglichkeiten. Eine Variante, das beim E-Learning umzusetzen, wäre die Möglichkeit zur Selbststeuerung zu geben, durch eine Gelegenheit, ein Video anzuhalten, es vor- oder zurückzuspulen, wie Sie hier auf der linken Seite dargestellt sehen. Wichtig ist, dass wir von unseren Studierenden nicht erwarten können, dass sie genau selber daran denken, selbst wenn sie diese Möglichkeiten haben. Sie müssen das erstmal als Lernstrategie für sich erkennen und dementsprechend sollten die Studierenden auch darauf hingewiesen werden, dass sie solche Möglichkeiten nutzen können. Und auch hier sehen wir wieder an der Effektstärke D, dass der zugehörige Effekt groß ist. Jetzt kommen wir zum Punkt der Speicherung, der Wissensintegration und des Abrufs des Wissens. Und wie im orangenen Kasten dargestellt, können hierzu ganz unterschiedliche Lernstrategien angewendet werden, die eben selbst auch Lerninhalt sein müssen. Beispielsweise tiefergehende Fragen, die gestellt werden, Elaborationen, also das Erklären in eigenen Worten, kollaboratives Zusammenarbeiten der Studierenden mit Aufgaben, die dieses auch unterstützen und günstige Prozesse anstoßen. Und das bedeutet, dass auch die Wissensintegration, die Speicherung und der Abruf aktiv erarbeitet werden müssen und unterstützt werden müssen, genauso wie der Transfer von Inhalten in neue Kontexte. Was ich Ihnen noch mitgemacht habe, ist ein Beispiel, wie jetzt all diese Erkenntnisse exemplarisch umgesetzt werden könnten in einem Flipped Classroom-Konzept. Flipped Classroom heißt, dass die Präsentation der Inhalte vorab asynchron erfolgt. Das sehen Sie in dem unteren Teil der Folie abgebildet. Und anschließend dann eine synchrone Veranstaltung stattfindet, entweder online synchron oder auch in Präsenz. Das erfordert dementsprechend eine sorgfältige Vorabplanung und die allererste Frage sollte sein, ob überhaupt das Flipped Classroom-Konzept das geeignete ist, damit wir eben gucken, was für unsere Lerngruppe passt. Es ist dann besonders günstig, wenn die Studierenden mit relativ wenig Vorwissen kommen, wenn der Inhalt gut durch eine darbietende Form erarbeitet werden kann. Und wenn wir unsere Studierenden auch dabei unterstützen möchten, dass sie semesterbegleitend sich kontinuierlich, also verteilt, vorbereiten und nicht nur am Ende des Semesters zum Beispiel für die Prüfung lernen. Bei der Erstellung der Materialien können Sie dann für die asynchrone Phase unten links sehen, dass wir die Gestaltungsprinzipien für Multimedia Learning beachten sollten, dass wir unterschiedliche Medien bereitstellen können, wie Skripte oder Videos und dass wir auch Lernstrategien unterstützen können, zum Beispiel durch Vorabfragen, Elaborationsaufgaben und Lerntests mit Feedback bereitstellen können, um das selbstregulierte Lernen der Studierenden weiter anzuregen. Insgesamt bedeutet das dann für die synchronen Phasen, dass wir hier mehr Zeit haben für die tiefergehende Bearbeitung von Lerninhalten und die Bearbeitung anspruchsvoller Ziele. Und insgesamt ist bei diesem Kursdesign wäre noch eine Empfehlung, dass wir das Prinzip des Spacing berücksichtigen, also dass wir bei Folgeterminen immer wieder auf relevante Inhalte von vorigen Einheiten eingehen. Zum Abschluss noch einmal ganz kurz die theoretische Basis, auf die wir uns beziehen, einmal kurz im Überflug, damit diejenigen unter Ihnen, die denen das bekannt vorkommt, vielleicht so einen groben Rahmen haben, was uns alles hier jetzt mit inspiriert hat und eingeflossen ist. Das erste ist die Cognitive Theory of Multimedia Learning von Meyer. Dann haben wir das Gedächtnismodell, das Martina auch vorgestellt hat, hier ein bisschen komplexer und umfangreicher nach Edelmann und Wittmann. Und was wir hier haben, ist noch relativ neu, die Cognitive Affective Social Theory of Learning in Digital Environments. Eben das Spannende daran ist, dass hier auch diese affektiven und sozialen Prozesse mitgedacht werden.
Ja, das Fazit ist dementsprechend, dass online blended und hybride Lehr-Lern-Szenarien eine besonders gute Struktur und Vorbereitung brauchen und dass die Psychologie uns hier sehr viele fundierte Erkenntnisse bietet, mit der Hilfe, deren Hilfe wir solche Szenarien gut gestalten können. Als relevante Variablen haben wir besonders Vorwissen, Verarbeitungskapazität und Selbststeuerungskompetenz identifiziert. Und unsere Empfehlungen wären dementsprechend, dass die Inhalte nach Prinzipien des Multimedia-Lernens aufbereitet werden, eine digitale Unterstützung effektiver Vorbereitungs- und Lernstrategien erfolgt und auch Feedback zur Unterstützung der Selbststeuerungskompetenz der Studierenden gegeben wird. Ja, das Ganze ist im Kontext einer Arbeitsgruppe entstanden, die DGHD AG Psychologie und Lehr-Lernforschung. Deswegen auch ganz herzlichen Dank an alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die heute leider nicht hier sein können. Und ganz herzlichen Dank an Sie. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch kurz Zeit für ein oder zwei Fragen. Genau, ja, vielen lieben Dank für diesen super spannenden Vortrag mit sehr, sehr vielen Informationen. Hier kam gerade noch die Frage auf, ob man dann das nochmal nachschauen kann oder es irgendwo die Inputs nochmal zu sehen gibt. Ja, es wird diese geben im Nachgang des Festivals auf jeden Fall. Also wir haben die Session jetzt hier auch aufgezeichnet, so wie alle Sessions gestern und heute auf jeden Fall. Sie können alles auf jeden Fall dann auch im Anschluss noch einmal nachsehen. Genau, wir haben jetzt noch Zeit für ein, zwei Fragen und da sind auch ein, zwei Fragen. Und ich fange mal an. Ich sehe hier immer keine kompletten Namen, nur Vornamen. Aber gut, eine Frage von Dietmar. Können die zum Teil geringen Effekte von beispielsweise Inverted Classroom-Szenarien nicht durch Ceiling-Effekte erklärt werden, da ja im Regelfall eher ohnehin gute und engagierte Lehrende so etwas praktizieren? Wer möchte antworten? Ich könnte. Ich glaube das nicht, weil die Vergleichsgruppe derer, die mit diesen Inverted Classroom-Lehrenden verglichen werden, diejenigen sind, die sozusagen alles machen wie vorher. Also sprich, die guten Lehrenden wandern zu den Inverted Classroom-Modell und der Rest sozusagen, nicht böse gemeint, verbleibt in der Vergleichsgruppe, sodass eigentlich dann wäre eher ein Deckeneffekt eher unwahrscheinlich ist. Was ich glaube, was möglich wäre, ist, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr herausfinden können, wann solche Inverted Classroom-Modelle gut funktionieren, also sprich, für welche inhaltlichen Formate ist es eher besonders geeignet und wo auch nicht, und dass vielleicht aktuell der Effekt ein bisschen unterschätzt werden könnte, weil wir sozusagen zu Beginn ganz euphorisch sind, das überall implementieren und feststellen, okay, da klappt das ganz gut, aber bei dem anderen Thema vielleicht nicht, sodass wir sozusagen diese nicht gut klappenden Modelle nochmal ja, kürzen irgendwann. Aber das ist sehr spekulativ, das ist sozusagen, habe ich keine Studie zu. Ja, vielen Dank, Herr Ulrich. Ja, es gibt jetzt aktuell keine weiteren Fragen im Chat. Sie haben jetzt noch die letzte Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Wir haben noch ein, zwei Minuten Zeit, also es wäre noch Zeit für eine Frage. Ansonsten hat Frau Mörth auch gerade noch mal in den Chat den Link zur Arbeitsgruppe gepostet. Auch da kann noch mal Kontakt hergestellt werden und sich vernetzt werden. Ah, und jetzt kommt noch eine Frage. Sehr gut. Die stelle ich auch gleich. Okay, ich wollte gerade noch, wenn ich zur Arbeitsgruppe sagen wollte, also Sie können gerne auf der Website schauen. Wir haben dort auch eine Auswertung der Meta-Analysen, die wir ganz am Anfang vorgestellt haben, als PowerPoint zum Downloaden bereitgestellt. Und weil noch die Frage kam, also diesen Foliensatz stellen wir so jetzt noch nicht bereit zum Downloaden, aber demnächst gibt es auf der Website auch weitere Informationen und wir arbeiten auch an einer Art Folien und Materialien, die in der Hochschuldidaktik oder Hochschullehre verwendet werden können. Also da gerne auf unserer Website schauen oder unseren Twitter-Account liken und dann so mit uns in Kontakt bleiben. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt sind doch noch ein paar Fragen reingekommen. Die Zeit rennt uns leider davon, aber ich würde noch eine letzte Frage, wie versprochen, noch beantworten. Wir haben so ein klein bisschen Karenz von 2-3 Minuten. Und das war die Frage. So, ich muss gleich nochmal scrollen, es kam nochmal so viel. Ja, auch schöne Frage zum Ende. Was ist Ihre Vision für digitale Lehre? Das vielleicht zum Schluss. Wie viele Stunden habe ich dafür? 1 Minute Pitch. In Kurzform, ich spreche jetzt für mich, widersprecht mir gerne Martina und Nathalie, wenn ihr es anders seht, dass wir all die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen können, aber nicht, weil wir es können, sondern weil es unserem Lernziel dient. Also, dass wir am Ende schauen, was bringt mein Studieren für exakt diejenige Fragestellung
am meisten? Und dann wähle ich das aus. Und nicht die Methode um Methode willen, sondern einfach um den Lernerfolg der Studierenden willen. Das wäre meine Vision in ganz kurzer Form. Ja, vielen lieben Dank. Das ist doch ein prima Schlusswort. Damit